Hallo meine Süßen, ich hoffe, euch geht's gut. Jo, es ist etwas passiert, was ich in meinem ganzen Leben niemals für möglich gehalten hätte, ne? Attila Hildmann ist komplett aus dem Internet gelöscht. Okay? Ja, und zwar von Anonleaks. Hier könnt ihr zum Beispiel auch seine Homepage sehen. AttilaHildmann.de. Da prangt jetzt das Anon-Zeichen. So. Es gab einen Typen, der hat sich an den Rang gemacht, war mit dem befreundet, hat die gesamte IT gemacht und diese hat sich irgendwann nach einem Jahr, hat sich dann an diese Anons gewendet und hat alle, aber wirklich alle Daten denen gegeben und die haben alles platt gemacht. Er hat jetzt noch einen neuen Telegram-Kanal. Einen. Alles andere wurde gekapert. Aber ich finde, das ist jetzt ein bisschen zu viel zum Vorlesen. Ich werde hier diese Heimseite einfach mal verlinken. Schaut in die Beschreibung. Und dann könnt ihr euch das selber durchlesen. Das ist wirklich sehr lange. Von Anfang bis Ende. Ja. Und zwar hat das alles am 18. August 2021 begonnen. An diesem Tag meldete sich ein User auf dem Hivemind-Server, der mit Admins und Leuten von Anonleaks über AHA reden wollte. Und es sei dringend. Jo, und dann nahm das Schrecken oder der Schrecken seinen Lauf. Lest euch das einfach mal durch und meldet euch, ja? Ich würde mich freuen. Bis dann. Tschüss.